herzlich willkommen zur Pressekonferenz hier in Wien-Wiesbaden. Als Gastvertreter begrüße ich ganz recht herzlich unseren Trainer Jens Keller nach dem Spiel, nach dem 6:0 bei Wien-Wiesbaden. Jens, ich würde dich erstmal um deine Spielanalyse bitten. Ja, ich glaube, man hat gesehen am Anfang, dass wir schon eine gewisse Nervosität hatten. Wir haben dann zügig das 1:0 gemacht, aber haben nicht so richtig Sicherheit im Spiel gehabt. Wiesbaden hat, glaube ich, noch dann ein, zwei ganz gute Möglichkeiten. Den einen hält Chris gut, das andere nach einer Standardsituation. Ja, und dann ist halt die Mannschaft sich aber gefangen. Wir haben viele einfache Ballverluste bis zu dem Zeitpunkt gehabt, dann hat die Mannschaft sich gefangen. Und dann, glaube ich, haben wir sehr souverän gespielt, auch in der Höhe, glaube ich. Wir haben noch die ein oder andere Großchance liegen lassen, in der Höhe verdienen. Und das nach so solchen Wochen tut es der Mannschaft natürlich unheimlich gut und wir sind unheimlich froh. Nichtsdestotrotz haben wir noch zwei ganz schwere Spiele vor der Brust und da gilt es ab morgen schon wieder den Fokus drauf zu legen. Dankeschön. Jens, vielen Dank. Dann werde ich jetzt mal die Fragen der Nürnberger Journalisten vorlesen und wir starten mit Nico Gillef von der Bild. Herr Keller, wie erleichtert sind Sie? Wie wichtig ist die Höhe des Sieges und ist das jetzt der Befreiungsschlag? Ja, ich habe es gerade gesagt, wir müssen nochmal zwei ganz, ganz schwierige Spiele spielen. Aber ich bin natürlich klar erleichtert, dass wir heute auch mal unsere Chancen großteils genutzt haben. Wobei, wie ich gerade schon gesagt habe, wir nochmal drei, vier gute Möglichkeiten hatten. Aber die Höhe, wenn man das Torverhältnis sieht, ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Und deshalb ist das natürlich schon eine Erlösung. Eine Frage noch von Nico Gille von der Bild. Was sagen Sie zur Leistung von Robin Hack? Ja, Robin hat sein Gesicht wieder gezeigt, was er vor der Corona-Krise hatte. Ja, Robin ist immer torgefährlich, ist technisch sehr, sehr gut. Und, aber nicht nur Robin. Ich glaube, wir haben als Mannschaft dann komplett funktioniert und ich kann nicht einen Spieler rausholen. Machen wir weiter mit Wolfgang Lahrs von den Nürnberger Nachrichten. 6:0, auch ein gefährliches Ergebnis? Ja, hätten wir unentschieden spielen sollen oder hätten wir 1:0, was ist gefährlich? Ich habe gerade gesagt, für uns ist auch das Torverhältnis wichtig. Und wir wissen um die Schwere der letzten zwei Spiele und dass überhaupt noch nichts passiert ist. Das war jetzt ein ganz, ganz wichtiger Sieg, aber wir wissen, dass wir noch zwei Spiele vor der Brust haben, wo wir auch sehr, sehr konzentriert arbeiten müssen. Zwei kurze Nachfragen. Einmal, was ist mit Marc Reiter-Sorg und Mavropanos? Ja gut, Mavropanos konnte muskulär nicht, er hatte Probleme. Marc Reiter hat sich das Knie aufgeschlagen, also ich denke nicht, dass es so schlimm ist. Und bei Sorgi habe ich jetzt mit dem Doktor nicht gesprochen, kann ich jetzt noch nicht sagen. Und noch anschließend, wann haben Sie heute gewusst, da geht nichts mehr schief? Ach ja, Wiesbaden hat dann zwei große Stürmer reingebracht, hat viel in der Halbzeit, nach der Halbzeit mit langen Bällen operiert. Da ist es schon immer eng und Wiesbaden hat auch schon gezeigt, dass sie solche Spiele drehen können, wenn sie auch 3:0 zurück bzw. nochmal gefährlich werden. Und es war schon noch bis zum vierten Tor, wo ich schon die Anspannung hatte, dass wir nicht schnell ein Gegentor kriegen, um dass hier nochmal was passiert. Und deshalb war das vierte Tor für uns die Erleichterung. Dann schließen wir ab mit zwei Fragen von Uli Diekmeier von der Nürnberger Zeitung. Der Einsatz von Hack war ja fraglich. Hätten Sie ihm eine solche Leistung zugetraut? Ich traue Hacke alles zu. Ja, Hacke ist ein Spieler, der ist ein Spaßspieler, der kann sensationelle Tage haben und hat halt die letzten Wochen auch nicht so performt, aber er ist trotzdem immer wieder gefährlich, er ist technisch gut und ja, man sieht seine Torgefahr. Er hat jetzt auch mit Abstand die meisten Tore bei uns gemacht und ich traue ihm jede Woche alles zu. Und die wirklich letzte Frage, war das der ersehnte Befreiungsschlag oder nur ein erster Schritt zum Klassenerhalt? Ich glaube, die habe ich schon gerade erwähnt. Gut, wunderbar. Dann beenden wir den ersten Teil der Pressekonferenz und übergeben an die Gastgeber. Dann übernehmen wir den zweiten Teil der Pressekonferenz. Kommen zu uns zum SVW in Wiesbaden. Rüdiger, ich darf dich um dein Statement zum Spiel bitten. Ja, es ist natürlich eine wahnsinnige Enttäuschung von unserer Seite aus. Wir haben heute leider ein Ergebnis erzielt, was wir im Endeffekt ja als Versagen darstellen können. Wir haben versagt heute, wir haben nicht das auf den Platz gebracht, was wir uns vorgenommen haben. Ich kann mich nur für dieses Ergebnis vor allem entschuldigen, ja, bei allen, die uns die Treue halten, bei allen, die uns die Daumen drücken, bei allen, die uns immer wieder unterstützen.
Das heute war nicht das, was unser Gesicht im Endeffekt zeigt oder was uns eigentlich auszeichnet oder ausgezeichnet hat. Ja, dieses niemals aufgeben, da müssen wir auch ganz, ganz extrem drüber reden. Ja, es gibt eine Erklärung dafür, ja, und die werden wir natürlich dann auch intern ganz klar ansprechen. Ja, zum Spielverlauf, mein Kollege hat es gerade auch schon gesagt, ich glaube, dass das auch so ein bisschen dieser Knackpunkt war. Ja. Ich glaube, das 1-0 früh zu bekommen in so einem Spiel tut immer weh, ja. Aber ich glaube, dass wir das erstmal ganz gut weggesteckt haben. Wir haben dann ein bisschen gehadert mit den Chancen, die wir hatten, um den Ausgleichstreffer zu machen, haben das nicht gemacht und das 2-0 und das 3-0 relativ schnell und kurz vor der Pause war schon so ein absoluter Knockout. Er hat uns richtig niedergeschlagen, er hat uns richtig getroffen, ja, und von dem konnten wir uns nie mehr erholen. Und Nürnberg hat durch diese zwei Treffer natürlich absolut Aufwind bekommen und war dann in der Art und Weise, wie sie dann auch gespielt haben, wie sie gekämpft haben, einfach viel, viel zu überlegen, ja, als das, was wir dagegen gesetzt haben. Und darüber muss gesprochen werden, das darf uns nicht passieren. Ja, da werden wir ansetzen. Eins ist klar, und das habe ich immer gesagt, wir werden niemals aufgeben. Niemals. Ja, auch wenn das heute vielleicht für den einen oder anderen so aussah, ja, in so einem Spiel, da kommst du dann auch gar nicht mehr zurück. Ja, das ist ganz, ganz schwierig. Wir haben uns heute aufgegeben. Das darf uns nicht passieren. Das werden wir gnadenlos ansprechen. Da werden wir uns gegenseitig die Köpfe waschen, ja, um dann eben auch wieder zu sagen, okay, und es geht noch zwei Spiele und es geht noch weiter. Und wir sind da, wir sind vom Kopf her da. Wir haben es am letzten Samstag gezeigt und es ist unglaublich wichtig, es jetzt wieder zu zeigen, ja, und jetzt wieder zusammenzustehen und versuchen, aus dieser Situation rauszukommen. Da unten in der Kabine ist eine unglaublich schlechte Stimmung jetzt gerade. Ja, so gut wie sie am Samstag war, so schlecht ist sie heute jetzt und das ist auch nötig und die wird morgen früh sicherlich auch nochmal richtig schlecht werden und dann ab morgen Mittag müssen wir gucken, dass wir den Kopf wieder aufrichten, dass wir den Blick wieder nach vorne richten, um dann eben auch die Situation so anzunehmen, wie sie ist. Ja, es nützt nichts anderes. Wir können nicht zurückschauen, wir können nicht aufhören, sondern wir müssen die Situation so annehmen, wie sie ist. Und sie ist noch nicht zu Ende. Danke. Vielen Dank dir bis hierhin. Es gibt eine Nachfrage von Matthias Schlenger vom Kicker, die betrifft die Verletzung deines Kapitäns. Was kannst du uns dazu sagen? Ja, im Moment kann ich noch nicht so viel dazu sagen. Ich weiß, dass am Knie sich da bei dem Sturz in die Bande was passiert ist, aber was genau, muss ich auch mit den Docs nochmal Rücksprache halten. Wir werden morgen dann genau schauen und dann gibt es darüber eine Information. Dann vielen Dank dir. Dann beenden wir hier die Pressekonferenz, wünschen Ihnen allen einen guten Nachhauseweg. Danke fürs Kommen.